Morgen allerseits. Eigentlich wollte ich euch heute früh noch mein Outfit of the Day zeigen, aber dann habe ich noch die Wohnung geputzt, damit ich das heute Abend nicht mehr machen muss und dann war keine Zeit mehr. Guckt mal, was hier ist. Hier ist ein riesiger Blutfleck. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Ich war jetzt bei DM kurz und habe geschaut, aber die hatten nicht das, was ich gesucht habe. Und ich habe auch meinen Zettel daheim vergessen. Ich habe nur mir noch einen Zettel geschrieben, weil mir gestern Abend noch eine Abonnentin geschrieben hat wegen einem Concealer von Catrice. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Die hatten aber, wie die Abonnentin geschrieben hat, hatten die den hellen Farbton nicht. Deswegen schaue ich jetzt noch zu Müller. Und dann wollte ich von Essence noch das Puder. Das hatten die auch nicht, das war aus. Aber Essence sage ich, Müller müsste das ja auch haben. Aber was sonst noch auf meinem Zettel stand, weiß ich jetzt irgendwie gar nicht mehr, was ich sonst noch kaufen wollte. Ich habe mir extra einen Zettel geschrieben. Ich weiß nur Puder von Essence und eben ein Concealer. Und was war noch? Ach, jetzt weiß ich es, Kontaktlinsenmittel. Mist. Jetzt muss ich doch nochmal zu DM, weil das will ich schon bei DM nehmen. Naja gut, immerhin ist es mir dann jetzt doch noch eingefallen, bevor ich vorgefahren wäre. So, ich habe mir jetzt erstmal eine Leberkäsesemmel geholt. Ich bin jetzt bei dem Aufsteller von Maybelline und schaue mal nach dem Concealer. Also die Fit Me Foundation sieht irgendwie anders aus. Das ist hier neu. Ich weiß nicht, ob nur die Verpackung neu ist oder auch der Inhalt. Mir ist auch wieder eingefallen, wie der hieß, und zwar hieß der Anti-Aging Cover Concealer. Oder Anti-Aging Concealer. Achso, hier neu. So, das ist der hier. Flüssige Make-up für normale bis trockene Haut. Na naja, gut. Fit Me Matte and Poreless. Ne, der hieß Anti-Aging Concealer. Den haben die aber leider nicht. Better Skin Concealer. Da ist aber nur so wenig drin. Irgendwie Superstay, ich glaube, den hatte ich mal. Den finde ich ja nicht mehr so gut. Den fand ich früher gut, aber diesen Anti-Aging haben die nicht. Was ist das hier noch für ein Concealer? Everfresh Concealer. Oder ich nehme nochmal den Blender mit. Den fand ich nämlich auch nicht schlecht. Den Löscher, nicht den Blender, den Löscher. Na gut, die haben den auf jeden Fall nicht. Was ist das noch? Nee. So, hier ist auf jeden Fall das Puder. So, dann bin ich jetzt nochmal bei Catrice. Und zwar die Camouflage. Ah ja, hier. Cream Camouflage in Natural irgendwas. Hier ist der Concealer. Ah, den hatten die bei DM gar nicht. Ich dachte, das wäre hier dieses Pöttchen, aber das muss der hier sein. So, und die hellste Farbe ist ausverkauft, wie es aussieht. Das wäre wahrscheinlich die hier. Was haben die hier für komische Tester? Da kommt man ja gar nicht an den Tester. Ne, 020 Rose Vanilla. Dann gibt es hier 020 Light Beige. Zweimal dieselbe Farbbezeichnung. Und das war's. Die haben nur diese beiden und ich habe mir aber eine andere aufgeschrieben. Ach, ich dachte erst, es wäre das hier. Da muss es der hier sein. Aber die haben den leider nicht in der hellsten Farbnuance. Schade. Achso, hier ist 010. Da ist auch nochmal. Also irgendwie ist hier alles durcheinander, glaube ich. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. 005 Light Natural. Hier steht sogar New 005, aber den haben die leider nicht mehr. So, ich schaue jetzt nochmal zu dem Müller in der Innenstadt, ob der vielleicht den Concealer in der Farbnuance hat. Ich habe gefragt und sie meinte, am Dienstag kommt ansonsten wieder eine neue Lieferung, dass ich dann da nochmal schaue. Everything you said, I know you felt this many times before. Heute ist wieder italienischer Markt, ich gehe mal mit euch einmal durch. Dann könnt ihr euch das mal so ein bisschen anschauen. Ja.
das ist unser Maibaum. So, jetzt bin ich beim Müller in der Innenstadt, aber die haben den leider auch nicht. Da, der ist aus, der muss echt gut sein. Ich frage mal, ob die noch einen im Lager haben vielleicht. Nein, leider nichts mehr im Lager. Schade, ich hätte ihn echt gerne ausprobiert. Die Taschen von Michael Kors finde ich total hübsch. Oder hier oben. Ich wusste, dass es rausfällt, wenn ich fahre. Ich war noch schnell im Supermarkt, habe mir einmal Toast mitgenommen und einmal Schafskäse bzw. Hirtenkäse. Und ich hatte das hier oben auf der Tüte und habe überlegt, ob ich schieben soll. Aber dachte, naja, du kannst fahren und prompt fällt es aus der Tüte. Hallo Maus, hä? Bin wieder da. Ich habe sogar was für dich. Puh, ist mir jetzt heiß. Und ich habe Durst. Ich habe gerade Spielzeug für die Hasen geschenkt bekommen. Und zwar im Haus gegenüber sind neue Nachbarn eingezogen. Und die hatten früher auch einen Hasen. Und ja, die haben gefragt, ob ich das Spielzeug haben möchte. Und zwar ist es hier einmal so eine Platte. Und da kann man das Futter drunter legen. Und dann können die hier die Deckel aufmachen. Und das ist auch so eine... wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Da kommt, ach so, hier kommt dann das Futter wahrscheinlich raus, wenn sie das rollen. Ich dachte, ich kann das mal probieren. Finde ich auf jeden Fall super nett und sie meinte eben, sie finden das auch so toll, wenn die Hasen immer draußen hüpfen und alles. Ihr habt hier wieder ein Chaos angerichtet. Oh je, das muss ich erstmal sauber machen und ich lasse die Hasen auch gleich hüpfen. Und meine Schuhe muss ich ausziehen. Und trinken. Ja, wollt ihr raus? Also, machen wir mal hier zu. Hüpfeszeit für die Babys. Ja, Hüpfeszeit für die Babys. Ja, da kommen die ganzen Babys. Ja, Babys. Hüpfen. Na, Emmy, machst du raus? So, ich wollte euch ja noch mein heutiges Outfit of the Day zeigen. Und zwar trage ich ein weißes T-Shirt, dann das Karohemd, das mir Lara geschickt hat, eine Skinny Jeans von H&M. An Ohrringen trage ich die Blumen von Primark, Sternzeichenkette von meiner Oma. Ich habe mir gestern die Nägel lackiert. Wuhu! Und ansonsten sehe ich gerade irgendwie ziemlich schlimm aus und zerfleddert. Ja, Lippenstift ist gerade nicht mehr vorhanden und ich hatte die schwarzen Pumps an. Die habt ihr ja im Laufe des Videos gesehen.
Zeit für die Babys. Lotte. Guck mal. Karotte. Die kleinen Stücke sind für Bruno. Nimm die große. So, super. Genau, Bruno, das ist für dich. Guten Appetit. Für mich gibt es heute Abend eine Pizza. Und zwar ist es die mit den Essiggurken. Ich bin gespannt, wie die schmeckt. Von Germany's Next Topmodel das Best-of anschauen. Und ich habe gesehen, da gibt es noch was. Also einmal Episode 16, die schönsten Momente der 11. Staffel. Und dann gibt es noch Episode 17, alle Highlights aus 10 Staffeln. Ich glaube, nee, heute schaffe ich das nicht mehr, aber das werde ich mir dann vielleicht morgen anschauen oder irgendwann die Tage. Auf jeden Fall jetzt erstmal die Highlights der 11. Staffel. Ich wasche gerade noch die Decken von meiner Couch und ich habe mein Bett abbezogen. Das möchte ich später auch noch frisch beziehen. Ich lasse das jetzt erstmal alles auslüften. Und ja, wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss!